Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder mal ein Disney Haul für euch. Tatsächlich ist doch einiges wieder zusammengekommen. Ich bin erstaunt, wie viel jeden Monat ich dann doch wieder shoppe. Obwohl ich immer denke, nee, aber da kommt dann doch wieder einiges zusammen. Und heute habe ich für euch den August-Haul. Denn mir ist nämlich aufgefallen, dass ich die letzten 2 Monate gar kein Video gedreht habe. Deswegen seht ihr mich auch im Pullover, denn wir haben aktuell Oktober. Und es ist super kalt hier in der Wohnung. Deswegen habe ich mir meinen Pulli angezogen, mir noch einen zweiten Kaffee in meiner schönen Obentasse gemacht. Und habe mal ein bisschen rausgesucht, was ich angeblich wohl im August geshoppt habe. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich einfach es nicht geschafft habe, ein Video hochzuladen. Ich hatte die Tüte immer stehen und dann dachte ich so, du machst es. Und dann habe ich es irgendwie nicht geschafft aus verschiedenen Gründen. Ich war auf der Arbeit sehr busy, dann ja, war in der Familie Highlife und ja, wie es so halt so kommt. Also bitte verzeiht mir auch, wenn ich euch irgendwas doppelt zeige, weil ich vielleicht es in einem vorigen Haul dann doch schon mal gezeigt habe, weil ich mir einfach nicht mehr sicher bin. Das kann sein, dass das was aus dem Juli und August war. Und ja, der September-Haul, den werde ich jetzt auch noch schnell noch abdrehen, damit ihr das alles dann jetzt hoffentlich zeitnah auch bekommt, weil ich bin ein bisschen im Verzug mit dem Videoschneiden. Wieder mal, leider. Es liegt einfach daran, dass mein kleiner Computer einfach so, so lange braucht. Er ist einfach so erschöpft nach 11 Jahren, dass er da nicht mehr hinterherkommt. Das tut mir leid. Ja, aber ich werde mich bessern und versuchen wirklich, die Hauls immer am Ende des Monats zeitnah abzudrehen, dass ihr auch die Sachen dann aktuell vielleicht, wenn ihr sie im Primark shoppen wollt, auch noch bekommt. Dann, oder bei Shop Disney, weil das ist jetzt natürlich echt ein bisschen doof, dass wenn ihr ein paar Sachen bei mir seht, die nicht mehr bekommt, weil sie vielleicht nicht mehr online sind. Also, sorry, sorry dafür. Beginnen wir mal. Ich beginne mal mit dem, was ich euch schon lange zeigen wollte. Das habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann Anfang des Jahres geshoppt. Habe es aber immer wieder vergessen, weil es einfach in meinen Tiefen des Badezimmers verschollen war. Und zwar habe ich irgendwann mal bei Rossmann die I Love Revolution Make-up-Marke, haben die ja hin und wieder mal eine Disney Collection. Und die waren irgendwie noch so auf der Reste-Ecke. Haben sie die beiden Highlighter für jeweils 5 € verkauft und die habe ich die mir dann mitgenommen gehabt. Ich bin jetzt nicht so der Highlighter-Mensch, aber die sind schon ganz schön und ich habe sie auch hin und wieder schon mal verwendet. Ich habe einmal Belle mitgenommen, Beauty and the Beast. Hinten steht nochmal drauf Tale of Enchantment, was ich ganz schön finde. Die Verpackungen sind wunderschön gestaltet. Das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich angesprochen hat, weil die Marke ist jetzt nicht die qualitativ beste, glaube ich. Jedenfalls nach meiner Meinung, was ich so ausprobiert habe. Genau. Und Cinderella ist sogar noch in der Umverpackung. Ich habe eine Umverpackung behalten. Ja, braucht man eigentlich nicht. Die von Belle habe ich inzwischen weggeworfen, weil die halt kaputt gerissen war. Ich glaube, weil die waren alle so ein bisschen kaputt. Ich denke mal, die brauche ich jetzt auch nicht, weil die Verpackung sehr, sehr ähnlich der Umverpackung aussieht. Und das ist die Cinderella-Version, die super schöne, steht dann drauf, Just Before Midnight. Ja, es sind Highlighter, man kann sie halt aufklappen wie ein Buch, was ich echt schön finde. So sehen die von innen aus. Richtig schön, so ein Herzchen und innen drin steht auch nochmal Just Before Midnight. Alles so mit Gold-Applikationen, wirklich super schön. Ich habe auch noch hier den Schutz drüber, weil ich sie immer nur so ab und zu mal benutze. Die sind sehr krümelig leider. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel verwendet, das sieht man auch. Das ist so ein rosiger Highlighter und der von Belle ist ein bisschen, ja, goldener, ne? Den habe ich schon ein bisschen verwendet. Ich habe ihn heute auch mal verwendet, aber ja. Der ist halt sehr, wenn man es hier sieht in der Packung, ein bisschen sehr krümelig. Deswegen habe ich immer diesen Schutz noch drüber, weil ja, mir hier sonst alles zukrümelt. Aber super schöne Verpackung, finde ich echt toll. Ja, erfüllen ihren Zweck. Ich guck mal, ob ich euch mal ein Swatchy mache. Also die sind schon sehr butterig, das auf jeden Fall. Und lassen sich halt gut verarbeiten. Das schon, aber jetzt, die sind jetzt auch nicht die auffälligsten. Was ich aber vielleicht ganz gut finde, weil es sind jetzt dann nicht so mega die Glitzerbomben. Sieht man eigentlich fast gar nicht auf meiner Hand, leider. Ich gucke mal, ob ich den anderen nochmal für euch swatchy. Mal schauen. Also man hat sie auf jeden Fall dann trotzdem überall. Also der von Belle ist auf jeden Fall so ein bisschen goldig. Der passt ganz gut zu einem braunen Make-up. Ein bisschen Naturtönen. Der von Cinderella ist sehr rosig, ne? Pack's jetzt mal nebeneinander.
Gucken, ob man das sehen kann. Ich gehe da jetzt mal großzügig rein. Ja, also der ist, oh ja, der ist auf jeden Fall so ein bisschen rosiger. Da seht ihr das vielleicht ganz gut, ne? Der von Belle ist ein bisschen goldener und der andere ist so ein bisschen rosy. Ja, aber ich finde sie trotzdem sehr schön, sind keine Glitzerbomben. Also der von Belle glitzert ein bisschen mehr als der von Cinderella. Gab auch, glaube ich, Lidschattenpaletten, aber das waren so die letzten Reste, die ich bekommen habe von der Collection. Durch Zufall einfach in der Ecke, wo sie immer die reduzierten Sachen hinpacken, dachte ich mir, nehme mal ganz mit. Es sieht einfach super schön aus, wie so ein kleines Büchlein, wenn das da auf dem Schminktisch steht. Und ja, dachte ich mir, für 4-5 Euro kannst du nichts falsch machen und habe sie einfach mal mitgenommen. Genau, das war bei Rossmann, das war aber schon allerdings, ich glaube, im Mai oder im April, es war so kurz, entweder noch im Lockdown oder ich glaube kurz nach dem Lockdown, ich glaube, es war, als ich mal wieder in Primark shoppen war, es war bestimmt gleich der erste Primark-Besuch, da war ich wieder beim Rossmann, bei dem Großen, bei mir da um die Ecke und ich glaube, da muss ich sie irgendwie mitgenommen haben. Sorry dafür, ich habe die immer vergessen, euch zu zeigen. Ich hatte immer Hinterkopf, wenn ich sie im Bad gesehen habe, dass ich sie euch nochmal zeigen wollte. Ja, also guckt ab und zu gerne mal bei Rossmann, bei der I Love Revolution Marke vorbei. Die haben ab und zu doch mal eine Disney Limited Edition, ja. Tatsächlich habe ich auch was Neues mitgenommen von denen noch. Das zeige ich euch aber dann im Oktober Haul. Denn ich muss euch ja auch ein bisschen noch was in den nächsten Hauls zeigen können. Ja, und dann mache ich mal mit, ich mache mal mit Shop Disney einfach weiter. Ich fange mal mit Shop Disney eigentlich dieses Mal an. Eigentlich mache ich es immer so am Ende, aber ich habe mir im August nur 2 Teile bestellt gehabt. Das hat auch gereicht, weil ich den Prinzessinnen-Schlüssel wollte. Genau. Und da habe ich einmal die mintfarbenen Ohren mitgenommen. Zeige ich euch jetzt nochmal vom Nahen. Die mintfarbenen Ohren, die hätte ich ja damals gerne schon mit dem Spirit Jersey gehabt. Aber der Spirit Jersey war super schnell ausverkauft, leider. Ja, finde ich schon schade. Ich hätte ihn sehr gern gehabt in der Farbe. Und die sind halt mit Pailletten, haben hier diese Bauschi-Schleife. Ich mag sie sehr. Allerdings finde ich sie im Gegensatz zu meinen anderen Ohren, und die haben auch wieder hier dieses Mega-Fax dran, das muss ich nochmal irgendwie abschneiden. Was ist eigentlich mit euch, wenn ihr diese Ohren sammelt? Schneidet ihr alle Schilder ab oder behaltet ihr die dran und klappt die nur so um, weil ihr sagt, das ist ja ein Original, und wenn man sie dann nochmal irgendwie, ja, vielleicht verkauft oder so, dass man dann das hat? Ich weiß es nicht. Also, was soll ich sagen? Ich finde sie ein bisschen groß im Gegensatz zu meinen anderen Ohren. Ja, mal gucken, ob ich sie im Park tragen würde. Ich finde, die Schleife ist tatsächlich sehr bauschig. Vielleicht würde ich sie mir nochmal ein bisschen in Form ziehen und drücken. Vielleicht auch nochmal mit Heißkleber ein bisschen anders ankleben, weil ich finde sie schon so, ne, sie fällt schon so ein bisschen in sich zusammen. Also von all meinen Haarreifen, die jetzt im Moment hier oben alle so hängen, muss ich sagen, ist das die bauschigste Schleife überhaupt auf diesem Haarreifen. Aber ich finde die Farbe super schön und ich wollte ja auch einfach mal von jeder Farbe mal was haben. Genau. Und passend zu dieser mintfarbenen Kollektion habe ich mir den Loungefly Mini-Rucksack, Mini-Maus Mini-Rucksack, könnte man sagen, bestellt. Der war nämlich damals dann reduziert im August und wollte ihn gerne dann haben, weil ich ihn super süß finde. Und der ist halt, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr mini-mini. Hat hier eine Trageschlaufe, also man könnte ihn als Handtasche sozusagen tragen. Oder, was ich ganz cool finde, er hat hinten halt diese Schlaufe, dass man ihn durch den Gürtel oder durch irgendwas durchziehen kann, damit man ihn als Bauchtasche tragen kann. Denn dafür ist er eigentlich gedacht, er ist eigentlich eine Bauchtasche. Wie gesagt, man hat auch die Vorrichtung, dass man ihn per Hand tragen kann. Den kann man auch abklippen, wenn man die Schlaufe nicht dran haben möchte. Ich finde ihn sehr, sehr schön gearbeitet in diesem Mint mit den Goldapplikationen. Hier hinten steht nochmal Disney Parks drauf. Also wirklich große, große Liebe. Hat halt auch diese Paillettenoptik. Vorne hat er halt diese Minitasche.
Da ist bei mir noch das Pufferding drin. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht verwendet, weil ich habe ihn ja erst nach dem Park gekauft. Aber tatsächlich kann ich ihn mir, von innen hat er Minimaus Punkte. Ich kann ihn mir sehr, sehr schön vorstellen, einfach nur am Gürtel zu tragen zum Outfit. Dann eben dort, dafür ist er ja gedacht, deswegen steht da hinten auch Disney Parks drauf. Der ist so extra von Loungefly gefertigt worden für die Disney Park Besucher, dass man da einfach nur sein Geld, seine Jahreskarte oder ja, verschiedene Kleinigkeiten wie die Kamera oder das Handy reintun kann und dann immer mit dabei hat und ja, das dicht am Körper ist, wenn man nicht so viel Gepäck und Tasche mitnehmen möchte. Und das finde ich total süß und eine tolle Idee. Das werde ich definitiv beim nächsten Besuch mal ausprobieren. Wenn das möglich ist, wegen Jacke und so weiter. Ne? Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich mir selber vielleicht so einen Gurt nähe und dann trage ich ihn einfach so, wisst ihr, wie gerade innen ist, die Bauchtaschen so, naja. Aber dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, ob ich nur meinen normalen Rucksack wieder trage. Aber ich wollte ihn unbedingt haben. Er ist super süß. Ich finde, er eignet sich auch für so kleine Ausflüge, wo man wirklich nicht viel mitnehmen muss. Im Sommer zum Beispiel, wie gesagt, einfach an die Hose, an den Gürtel machen. Und dann hast du da einfach nur für den Kinobesuch dein Portemonnaie, deine Fahrkarte für die Bahn. Und ja, wenn man nicht viel mitnehmen möchte. Ich bin ja immer jemand, ich nehme auch noch mein Knabberzeug und meine Getränke mit. Ich ja weiß, was es im Kino kostet. Und ja, sollte man ja eigentlich nicht machen, aber... Genau, und weil ich ja, ich habe bestellt wegen dem Prinzessinnen-Schlüssel, es war ja Prinzessinnen-Week, da hatten sie, ich glaube, der war auch im Angebot, es war nämlich so, dass die Ohren nämlich alle durch die Prinzessinnen-Week 25% reduziert waren und deswegen kommen im nächsten Haul auch noch zwei weitere Ohren leider hinzu. Inzwischen wächst meine Sammlung, ja. Und ja, musste der Schlüssel natürlich mit, der war in der Woche gerade exklusiv, ab 20 Euro Einkauf gab's den Prinzessinnen-Schlüssel. Ja, gab's den Prinzessinnen-Schlüssel, der hat halt hier so Pastellfarben drauf, also die ganzen Prinzessinnen drauf. Hier ist noch so Feuerwerk und Silbern und hier glitzert er. Also der musste auf jeden Fall in meine Sammlung mit. Ich sammle ja nur die schönsten Schlüssel, sage ich jetzt mal, die mir am besten gefallen. Ich hatte eigentlich schon mal eine Bestellung vorher gemacht gehabt, wo es den Alice im Wunderland Schlüssel gab und der leider ist die Bestellung nicht durchgegangen. Und ich weiß nicht warum, mein Handy hat die Bestellung nicht vollständig abgeschickt. Leider habe ich den Schlüssel verpasst und ja, habe ihn nicht mehr bekommen. Aber vielleicht gibt es den nochmal zu einer bestimmten Zeit, dass sie den nochmal zeigen. Aber es war natürlich gerade, ich glaube, Alice im Wunderland Jahrestag oder sowas. Naja, aber ich habe jetzt den Prinzessinnen-Schlüssel mitgenommen und habe dazu halt die beiden Sachen bestellt, weil man musste ja über 20 Euro kommen, was ich mit den Ohren locker gekommen wäre. Aber ich dachte mir, bei der Chance nutze ich gleich und nehme den Rucksack mit, weil er auch günstiger war. Und ab, ich glaube, 49 Euro gibt es ja einfach alles versandkostenfrei. Und da war die Entscheidung dann nicht mehr groß. Ja, dann war ich in dem Monat auf jeden Fall nochmal im Primark. Natürlich, es muss jetzt, wo ja offen ist, immer ein Primark-Besuch dabei sein. Und die haben gerade wieder exklusiv mega viel Disney. Also wenn ihr wirklich Disney-fiziert seid, geht in den Primark. Die haben so viel schöne Sachen. Ich kann euch jetzt, wenn der aktuelle Haul abgedreht ist, vom Oktober, echt sagen, sie haben super schöne Jogginghosen, T-Shirts wieder, Pullover. Es gibt sogar Ohren. Also geht hin, es lohnt sich, wenn ihr gerne unbedingt Disney-Sachen shoppen möchtet. Es hat sogar in einigen Primarks einen Dumbo Schaukelpferdchen gegeben. Den hätte ich ja gern gehabt. Das hat die Jessie ergattern können und den hätte ich für meine Nichte gern gehabt. Also, falls jemand dieses Dumbo-Schaukelpferd findet, dann denkt bitte ganz fest an mich und schreibt mir gleich eine Nachricht auf Instagram. Bitte, bitte, bitte. Übrigens habe ich auf Instagram jetzt auch einen extra Disney-Account. Wenn ihr also nur Disney-Sachen von mir sehen möchtet, ich poste da wirklich nur Disney-Zeugs, dann folgt mir gerne bei Becky's Disney Moments. Ich möchte einfach gerne diese Leidenschaft komplett einmal auslagern von all dem, was ich sonst so mache. Und ja, würde gerne einfach sehr, sehr gerne das so ein bisschen spezifisch für mich haben. Das ist so mein Account, an dem ich so einfach bunt dieses Thema ausleben kann. Und ja, wenn ihr Bock habt, da mich zu begleiten, wie ich Sachen aus dem Park poste oder auch in Zukunft noch weitere Hauls oder was auch immer ich dort ja
mit euch teilen möchte, die ich vielleicht auf Becky Lemon nicht so problemlos teilen kann, aus gewissen Gründen, könnt ihr gerne da immer vorbeischauen. Genau. Jetzt aber zum Primark-Haul von hoffentlich August. Also wenn ich irgendwas doppelt zeige, wie gesagt, tut's mir leid, weil ich einfach nicht mehr im Sinn habe, was ich so euch schon gezeigt habe und was nicht. Habe ich mir einmal diesen Pullover gekauft. Ja, ich habe mir im Sommer einen Pullover gekauft. Aber ich liebe diese Pullis. Die sind einfach so gemütlich und so schön. Es musste natürlich Simba und Nala mit Lion King. Und in der Mitte steht nochmal Lion King in Gold. Ich habe ja sowas schon vor Jahren mir als Jogginghose gekauft vom Lion King, die ich immer noch sehr, sehr liebe und immer noch passt und immer noch super ist. Und den trage ich super gern dazu jetzt, weil er auch dieselbe Farbe hat. Ja, Simba und Nala. Also wenn ich es schaffe, zeige ich euch hier gleich nochmal ein Try-On. Wenn nicht, dann sorry, ich habe einfach im Moment mit der Arbeit so viel zu tun, dass ich einfach zu nichts komme. Dann lade ich das Video einfach ohne Try-On hoch und beim nächsten Mal wieder. Genau, dann habe ich mich für so einen Hosenrock entschieden. Das nennt sich ja Skort. Also Skirt und Shorts. Also ein Skort. Und das ist auch, der war super sommerlich. Den habe ich auch sehr gerne im Hochsommer getragen, wenn es dann mal doch warm war. Hier habt ihr halt so die Mickey Shapes drauf, wie so ein Mandala in dem Sinne angeordnet. Dann hier auch so noch die kleinen Mickeys. Irgendwo seht ihr das hier. Die tanzenden, hier sieht man das auf der Rückseite, die tanzenden Mickeys und Mickey Shapes. Und dann habt ihr noch diese Paisleys, nennen die sich, glaube ich, diese komischen bestimmten Muster. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie sich nennen, diese hier, diese komischen kleinen Nieren. Ja, und dann steht da überall noch ganz klein Disney drauf. Hier unten hat er so eine kleine Kante. Wie gesagt, von hinten sieht man, dass es eine Hose ist. Von vorne ist hier wie so ein Wickelrock. Dann ist es halt wie ein Rock und der sitzt so super luftig und schön. Also ich habe den super gerne getragen im Hochsommer und freue mich, wenn er nächstes Jahr noch passt. Ja, habe ihn nicht mit in den Park genommen, weil ich mir unsicher war, da... Ja, musste ich sowieso experimentieren mit meinen Outfits. War auch mit dem ersten Outfit nicht so zufrieden, aber naja, kommt ja alles. Dann beim nächsten Besuch wird man ja besser und besser, ne? Und ich arbeite auch daran, vielleicht auch mal so eine oder andere Disney-Bound mal zu machen. Wenn ich weiß, was Disney-Bounds sind, dann verlinke ich euch gerne mal den Instagram-Kanal von der Brina, Brina in Wonderland. Die macht schon seit Jahren Disney-Bounds. Und so cool. Also man darf ja in dem Sinne nicht kostümiert, wie nennt sich das, ja? Also in Cosplay, kennt ihr ja. Cosplay bedeutet ja, dass man sich seinem Charakter anzieht, dementsprechend auch wirklich so getreu wie möglich und wirklich in Kostüm ist. Und im Disneyland darf man ja nicht kostümiert sein als Erwachsener, weil... ich glaube, wegen der Darsteller und so weiter hat das gewisse Gründe. Und da dürfen ja nur die Kinder in Kostümen gehen. Deswegen gibt es auch nur Kinderkostüme zu kaufen. Naja, aber irgendwann hat sich dann mal so eine Gruppe ausgedacht, vor Jahren, Disney Bounce zu machen. Das heißt, Bounding bedeutet dem Disney-Charakter inspirierte Kleidung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Ariel imitieren wollt, dann würdet ihr einen lila Rock tragen oder, nee, einen mintfarbenen Rock oder einen grünen Rock wie der Schwanzflosse und ein lilafarbenes Oberteil wie ihre Cups und dann zum Beispiel die Ariel-Ohren tragen. Also es wäre dann immer so ein bisschen inspiriert an den Charakter, dass es kein richtiges Kostüm ist, aber trotzdem man den Charakter irgendwie wiedererkennt. Und die Idee finde ich super cool, weil man irgendwie als Erwachsener trotzdem mit wenigen Mitteln so ein bisschen sich dem anpassen kann, wenn man jetzt wie ich zum Beispiel auch kein großer Cosplayer ist, der sich viel nähen kann oder so. Das ist echt eine ganz coole Idee. Ja, so, mein Akku ist fast leer. Ich muss jetzt nochmal euch die Sachen zeigen, die jetzt vom Primark noch rauskamen. Ich habe das Lion King T-Shirt noch mitgenommen, beziehungsweise ein anderes. Ich hatte euch ja im Sommer von einem erzählt, an dem ich vorbeigegangen bin. Ich habe mich dann aber für dieses entschieden, das noch ein schöneres Gelb hat, ein Senfgelb, denn das andere war wirklich so ein Knallgelb. Und bin ja absolut Simmas, mein absoluter Lieblingscharakter neben ganz vielen anderen. Und ja, das musste auf jeden Fall mit. Das habe ich im Sommer auch schon echt getragen. Und da freue ich mich drauf, sollte ich nächstes Jahr im Sommer wieder in Disneyland sein, das vielleicht mit meinen Simba-Ohren zu tragen.
Dann habe ich mir noch eins mitgenommen, das auch reduziert war. Das ist so ein ja, Tanktop, das ich das gehört eigentlich, glaube ich, in die Schlafecke. Also es ist eigentlich so ein Schlaftanktop. Und dafür nutze ich das auch. Da sind halt die Minimausohren drauf und da steht halt drauf Team Bright. Das habe ich leider erst sehr spät gesehen gehabt, dass sie das hatten, aber war ja dann auch schon raus aus dem Team Bright. Aber ich fand das so süß, dass ich das so als Erinnerung für mich, auch wenn ich jetzt nicht zum Hochzeit getragen hätte oder so oder getragen habe. Da hatte ich ja was anderes. Fand ich das aber eine süße Erinnerung an unsere Hochzeit und ja, dachte mir, zum Schlafen finde ich das noch im Hochsommer ganz schön. Dann hatten sie jetzt neu zum Schlafen auch gewisse Radlerhosen für Sport oder zum Schlafen. Ich glaube, eigentlich eher sind sie zum Schlafen gedacht. Ich habe sie jetzt aber sehr gerne auch zum Sporteln angezogen. Die hat halt Daisy drauf. Die finde ich super süß und hat hier oben den Bund und sind halt kurz. Solche eignen sich auch immer gut unterm Rock zu tragen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass die Strumpfhose rutscht, was immer echt ein ekliges Gefühl ist. Oder wenn man im Winter zum Beispiel ein bisschen sich wärmer anziehen möchte. Da sind die nämlich super, super toll. Also ja, die gab es in verschiedenen Ausführungen, aber ich musste Daisy haben, weil Daisy ist mit Donald auch mit mein Lieblingscharakter. Und auch nochmal aus der Schlafecke. Aber was ich auch gerne so trage, ein Disney Movie Time T-Shirt. Ja, das musste sein. Hat so Disney Pailletten und dann mit Glitzer, ja, Bronzefarben, das Movie Time. Also ein T-Shirt, das man immer anzieht zu Disney und Dessertabend und zu unseren Disney Abenden. Letztens haben wir wieder Wall-E geguckt, genau. Und als letztes noch ein Pullover. Und zwar, der ist komplett weiß und hat hier das Schloss drauf, auch mit so Bronze. Und dann steht eben drauf der typische Spruch von Walt Disney: If you can dream it, you can do it. Und ja, die sind so super kuschelig, die sind von innen halt mit so einem Vlies und sind immer gleich geschnitten. Deswegen kaufe ich da auch immer dieselbe Größe. Das ist dasselbe wie mit dem Simba und Nala drauf. Und das habe ich auch schon ein paar Mal getragen und ich liebe diesen Pullover. Gerade jetzt, wenn es so ein bisschen ungemütlicher wird, dann den Pullover zu Hause drüber. Ja, liebe ich wirklich, wirklich sehr. Ja, das war mein August-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich konnte euch wieder ein bisschen mitnehmen in meine, ja, Disney-Sucht, was ich alles so finde und kaufe und so weiter. Wenn ihr irgendwas auch irgendwo seht, könnt ihr mir immer gerne Fotos schicken und sagen, hier, Becky, guck mal, am Rossmann haben die gerade neu. Wenn ihr Bock habt, mal würde ich mich sehr drüber freuen. Oder auch Primark oder so, wenn ihr sagt, hey, guck mal, hast du schon gesehen? Wenn ihr mit mir da gerne interagieren wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Lust, mehr Videos zu drehen. Es kommen hoffentlich auch wieder mehr Videos, auch mehr DIYs, mehr Fimo. Jetzt geht es ja wieder los, dass das Wetter nicht mehr so warm ist. Jetzt kann ich auch wieder mit Fimo arbeiten und hoffe, euch da demnächst auch wieder ins Live mitnehmen zu können. Oder dass wir auch mal wieder plauschen und ein Kaffee-Video machen. Wäre auch wieder schön. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen für Kaffee-Videos, ich weiß, das Hochzeitsthema ist noch sehr angefragt und da bin ich auch noch dran. Das euch fertig zu machen, dann ja, aber wenn ihr andere Themen noch drin habt, dann schreibt sie gerne. Wenn ihr irgendwas übers Disneyland wissen wollt, über Disney allgemein, euch irgendwas zu mir interessiert, könnt ihr mir die Fragen auch gerne unten reinschreiben. Dann mache ich gerne auch mal ein Kaffee-Q&A oder so. Vielleicht habt ihr ja da auch noch das eine oder andere. Ich denke mal, aber nach meinen Disneyland-Vlogs, die hoffentlich jetzt bald online kommen oder schon online sind, dann hier nochmal gucken in die Playlist. Dann könnt ihr natürlich ja da auch nochmal mir spezifische Fragen stellen, die euch vielleicht interessieren, die ich mit aufgreifen soll, die auch vielleicht parkbezogen sind oder irgendwas. Ja, und ich wünsche euch an diesem wunderschönen sonnigen Tag, der ganze Tag war verregnet, jetzt ist endlich Sonne, ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Trotzdem. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen, zauberhaften Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.